Okay, weiter geht's. Zeug Junior High, unser Gegner im Finale der Football Frontier, hatte das Wasser der Götter benutzt, als wir gegen sie antraten. Dark wurde anschließend dafür verhaftet, dass er mit seinem Wasser der Götter versorgt hatte. Heul Dark, Redux. Ich halte das nicht mehr aus. Das sehe ich genauso. Ich werde es nicht zulassen, dass er das Fußballspiel weiter beschmutzt. Lass uns nach Ehime fahren und Darks Team ein gut für alle Mal besiegen. Wir zeigen ihm, dass er mit seiner unsauberen Art auch diesmal nicht weit kommen wird. Alles klar. Noch einmal gegen Dark antreten? Es ist ganz schön schwer, ihn loszuwerden, stimmt's? Herr Veteran, ihr kennt Dark doch schon eine ganze Weile, oder? Stimmt, ich kenne ihn noch aus der Zeit, als er als kleiner Knirps in Raimund Fußballteam gespielt hat. Er war immer still und manchmal wirkten seine Augen so kalt, als würde er alles und jeden verabscheuen. Selbst nach 40 Jahren ist sein Hass auf Fußball immer noch so stark wie am ersten Tag. Oh, ich alter Tippel, sollte wohl nicht so viel ausplappern. Trifft mich einfach wieder hier, wenn ihr bereit seid, nach Ehime aufzubrechen. Und ich höre das Telefon klingeln. War die World Academy Redux wirklich so stark? Ja, das waren sie. Als wir das erste Mal gegen sie spielten, hatten wir nicht den Hauch einer Chance. Jeder Tag. Jeden Tag haben wir wie verrückt trainiert und am Ende hat sich das ausgezahlt und wir haben gewonnen. Redux hin und her. Wir werden die World Academy wieder besiegen. Denn sie sind wie eine unschlagbare Angriffsmaschine. Stimmt's, Leute? Ja, du hast recht. Hä? Wie, du hast recht? Sprich mir, Herr Veteran, um weiterzufahren. Info-Block. Epsilon Skripte stellen die von Epsilon in den Schatten. Zumindest behauptet Epsilon das. Aber ich bin mir nicht sicher, dass er es schafft. Ich bin mir sicher, dass du es schaffst, Scotty. Glaub an dich. Kann es sein, dass Ray Dark macht gemeinsame Sachen mit Alias? Wir müssen sofort nach Ehime, um mehr über die Royal Academy Redux herauszufinden. Redux! Spielerliste. Gegner 1. Schnell wie ein anderer Ball. Irgendwie will ich nichts von denen haben und von denen will ich auch echt nichts haben. Cloyster, den hab ich ja. Die will ich auch irgendwie nicht haben. Also irgendwie hässliche Menschen. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ausgezeichnet, machen wir uns auf den Weg. Ihr seid bereit. Auf nach Ehime. Innenstadt. Oha. Auch mal so eine geile Stadt, aber irgendwie top next diese Weihnachtsstadt. Das muss dazugehen, Leute, diese Weihnachtsstadt war einfach mal genial gemacht worden und der Sound, die Musik, boah, hat einfach mich... Da hätte ich gerne gewohnt, ganz ehrlich, ja. Das soll also Ehime sein? Es wirkt irgendwie seltsam, ich habe es mir lebhafter vorgestellt. Rüspe, Rüspe. Sie sind da. Glaubt ihr, die haben Angst vor uns? Welchen Grund sie auch immer für ihr merkwürdiges Verhalten haben. Wir scheinen irgendwie nicht willkommen zu sein. Ich frage mich warum. Wir wissen auch immer noch nichts über die Royal Academy Redux. Die einzige Möglichkeit ist, die Bewohner nach Informationen zu fragen. Ehime ist recht berühmt für seine Donuts. Über die hätte ich auch gerne ein paar Informationen. Du bist ein Fresssack. Aber ich wollte doch nur die Stimmung ein wenig auflockern. Oh, schaut mich denn so grimmig an. Ich hätte dich geschlagen, sei froh. Du solltest wirklich sensibler sein. Sensibler, ich würde mal sagen, mehr abnehmen. Das ist auch genau der Richtige. Fetzer, lauf. So, aber erstmal zurückgehen hier.
erstmal hier alles betrachten. Herzlich willkommen in Nehime, Heimat der schönsten heißen Quellen Japans. Nehmt euch die Zeit, um Sorgen und Stress abzubauen. Derzeit hat ihr nicht so viele Besucher. Ich vermute, das liegt an den jüngsten Vorfällen. Oh, okay. Du? Ah, ich komme nicht ran. Und du, Katze? Ich wünsche, ich könnte die Leiter hochklettern. Hallo, Raimon. Was? Okay. Sie können ja die Anleitung lesen. Welcher Schule sind Sie denn? Sie sind mir irgendwie unheimlich. Okay. Die Mitschuss, Kung-Fu-Kopfball. Durchbrecher. Maulwurfsproblem, was? Eis auf Block? Das kaufe ich mal und das gebe ich dann, Frost. Die Mauer, so Superstampfer. Eisblutkopfball. Eisblutkopfball, okay, Finkenball. Okay, Orkannebel. Ich glaube, ich weiß, wenn ich das gebe. What the fuck? Ich hab nichts mehr. Ja, okay. Ich gebe das mal Nathan. Warte, wen wollte ich was geben? Hey, Janus. Den gebe ich auch in Attack. Was? Wo ist das Eislauf-Dings? Ah, da ist es. Wo ist Nathan hin? Wo ist der hin, Mann? Ach, dann gebe ich dir das dann. Orkan-Rätsche. Orkan-Nebel meine ich. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ich habe mir mein Schokobrötchen geholt, meine ich. Einfach lecker. Ich wusste es doch. Okay. Was um alles in der Welt ist hier los? In letzter Zeit beißen die Fische unter unterm Hafen nicht mehr. Es liegt immer bestimmt an den Aliens. Vielleicht. Oder an Radar. Ach, himmlisch, so ein Fußball ist echt voll entspannt. Was, hey? Lass mich in Ruhe. Hä? Ah, darf ich dich etwas fragen? Hey, wieso läufst du denn so weit davon? Vielleicht hat er Angst bekommen, als er dein hässliches Gesicht gesehen hat. Richtig so. Was? Wie gemein. Aus irgendeinem Grund scheinen sie Angst vor uns zu haben. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Lass uns schnell diesen Jungen einholen und fragen, was los ist. Ja, aber ich lasse mir Zeit und rede mal mit den Menschen hier. Willst du mit mir zu den heißen Quellen gehen? Echt jetzt? Nein. So stumpf. Wissen. Okay. Grill? Achso, du liebst Grill. Okay. Hört mal her, in E-Mail redet ihr besser nicht über Fußball, vertraut mir. Okay.
den Fußball entführen. Duck ist echt ein Pädophiler, oder? Der entführt kleine Kinder, um irgendwas zu machen. Okay, Fußball spielen, vielleicht mal doch irgendwas anderes mit denen. Sportladen, okay. Oh, ein Anruf. Wer kann denn das denn sein? Diese Nummer ist. Hallo? Hey, Sharp, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Diese Stimme. Blum? Blum von Wings Club? War das nicht einer von Sharps Teamkameraden bei der Wild Academy? Also Sharp, hast du David Samford oder Joe King in der letzten Zeit gesehen? King und Samford? Nee, hab ich nicht. Warum? Stimmt irgendwas nicht? Nein, nein, wenn du sie nicht gesehen hast, dann mach dir keine Gedanken. Entschuldige diese Störung. Seltsam. Sharp, was wollte Blum denn von dir? Ich weiß nicht genau. Was kommt denn jetzt? Extra deinetwegen habe ich für die Anwesenheit einiger speziellen Gäste gesorgt. Oh! Das kann nicht sein. Okay. Tue, okay. Und du? Herzlich willkommen. Wie wär's mit ein paar Rosinenbrötchen? Handgemacht in Himmel. Okay, da müssen wir hin. Meine Haut ist so zart und weich. Heiße Quellen sind das Größte. In letzter Zeit kommen weniger Touristen her. Naja, ich habe so heiße Quellen. Öfter für mich alleine. Okay. Ich nehme meine Mutter mit auf eine Reise. Zu allen heißen Quellen dagegen. Es ist wichtig, um ihre Eltern zu kümmern. Ja, ein bisschen schon. Ich bin ja so froh. Schnief. Oh, oh. Ich habe mich schon gewundert, wo die Gegner sind. Die Hafenrundfahrer. Das jetzt auffällt. Okay. Weiter so, Raimon! Das war jetzt gerade Hitlergruß, ganz ehrlich, das war ein Hitlergruß. Sharp, ich bin enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass du zu der bösen Seite gehörst. Hübsche Handschuhe. Zwei erhalten. Wie hübsche. Neue Gegner, die Wasserfesten. Das haben wir auch schon gesehen. Holzfällerschlag. So, so, verstehe. Nochmal, wenn ich da bitten darf. Ach so. Kann man es nicht überspringen? Wieso jetzt auf einmal? Weiter so, Raimon! Hat mein Schuss aufgelevelt? Bitte.
Ist nichts aufgelevelt? Oh, ich muss schon längst einen Cut machen, und wir sehen uns das nächste Mal.